Leute, wir sind angekommen in Fianden und eigentlich sollte da der Sessellift hochfahren, der ist aber außer Betrieb. Genau, wenn wir mal hier sind. Da vorne rechts geht's hoch zu der Unterkunft, wo wir sind. Allerdings gibt's nirgends Parkplätze außer hier. Alle anderen sind immer nur 3 Stunden Parkplätze. Auf jeden Fall sehr hart belastend. Da oben sieht man sogar schon ein Stückchen vom Schloss. Burg, Schloss, was auch immer, da gehen wir auf jeden Fall bald hin. Jetzt vertreiben wir uns aber erstmal noch die Zeit bis 15 Uhr, bis wir ins Hotel rein dürfen. Mal gucken, ob wir noch einen Parkplatz finden. Auto ist leer. Hier hat man einen wunderschönen Blick auf die Burg. Heute regnet es nicht. Das ist er, der gute René. So Leute, kleine Roomtour vom Zimmer, bevor wir es hier wieder verschmutzen, so wie jedes Mal. Hier, kleiner Fernseher, cool. Da wird der Vlog nachher geschnitten. Dann hier 2 schöne Fenster. Es ist echt riesengroß, also richtig krank. Klo mit Dusche. Keine Licht. Gibt es jetzt mal hier eine richtige Roomtour. Ist ja fast größer als zu Hause. Naja, das nicht ganz. Hier wichtig, das gute Lilifee-Duschzeug und ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und wir wurden hier so nett empfangen, also ich wurde for real noch nie in einem Hotel so nett und freundlich empfangen. Wir haben auch eine richtige Tour hier gekriegt, mega nice. Jetzt gehen wir gleich mal raus und checken, was es hier so zu essen gibt. Hier ist der Gockel, noch einer, der ist aber schön. Der Esel. Nee, ah. Junge, wir steigen hier mehr Berge als in den Bergen. Ah. Schöne Blumchen, schön. Sauf. Aber ist ja bestimmt voller Bakterien. Hallo. Felix, warte um 5 zu. Dicke Kanonen. Das ist schon geil. Eine fette Pistole. Fazit zur Burg bis jetzt? Kein Kommentar. Wow. Junge, hier riecht es, als würde sich einer richtig fett einen durchziehen. Was geht denn ab? Hier riecht es nach dem feinsten Kusch, was Luxemburg zu bieten hat.
Oh, hier ist einfach ein Crib. Gang, gang. Schnell in die Tasche damit. Das ist ein wunderschöner Mann. Heute gibt's aufs Maul. Eine die neuen Yeezys. Sieht aus wie meine Zähne. Feinste Spice. Es war ja so warm. Also ich, weißt du was? Den. Ja. 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 Ja, toll. Was ihr dir Gutes verköstigt? Das Bodyin. Und für mich gibt es leider nur das Klausthaler alkoholfrei. Ich hoffe, ich krieg fett Klaustrophobie davon. So, jetzt geht's wieder zurück. Burg kriegt von mir eine 3,5 von 10. War jetzt nicht so sehenswert von innen. Von außen ganz schön, reicht aber auch, wenn man das da unten aus dem Dörfchen sieht. Ein besonders toller Ausblick hatte, war jetzt auch nicht, aber schon ganz schön. Ja Leute, spontaner Abbruch, ich muss jetzt da runter. Ich muss mies aufs Klo. Das Problem ist nur, dass der Weg noch echt weit ist. Und ich habe mir jetzt den Schlüssel geholt, die wollten hier noch spazieren gehen. Ich meine so, Leute, das läuft nicht. Jetzt wird zum Hotel gesprintet. Da oben in der Burg, da war natürlich auch ein Klo und ich wollte da drauf gehen und auf einmal setzt sich so ein Typ neben mir in die Kabine. Junge, der hat Geräusche gemacht, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das klang, als würde er ein Kind gebären. Ach, da musste ich ganz schnell die Flucht ergreifen, das konnte ich mir nicht geben. Also lieber jetzt der Sprint hier runter. Da kommen wir nochmal an einem schönen Häuschen hier vorbei, das wollte ich euch noch zeigen. Vorhin auf dem Hinweg waren hier so viele Leute, also habe ich es nicht gefilmt. Aber jetzt kommen wir nochmal hier vorbei. Das sieht echt idyllisch aus. Hier sind ganz viele Pflanzen und ein Gockel. Unglaublich. Und hier, schaut euch das an. Wie herrlich. Die Hexen, ihr müsst euch die Hexen angucken. Ah, Halloween. By the way, da oben im Wald haben wir jetzt einen Gratis-Parkplatz gefunden. Das Hotel ist da unten um die Ecke. Da sparen wir uns wenigstens das ganze Geld. Junge, die Scheiße ist hier kosten nur 3 Stunden 3 Euro. Wer soll das bezahlen? Also ich muss sagen, das Örtchen hier ist schon echt idyllisch. Das Schloss ist auch echt schön da oben auf dem Berg gelegen. Aber 10 Euro Eintritt ist halt einfach eine Frechheit für das, was man da zu sehen bekommt. Ja, fahr genau jetzt hier vorbei. Danke, danke. Danke für nichts. Auf jeden Fall, wir haben 5 Euro nur bezahlt mit unserer Studentenkarte, die ich mir erschlichen habe. Aber 10 Euro Eintritt für Erwachsene ist halt schon einfach mies frech. So, vor allem kein Rabatt für ältere Leute. Das geht gar nicht. Weißt du, wie anstrengend das ist, da hochzukommen? Und ja, fahrt alle an mir vorbei, damit man nichts versteht. Ist okay. Es ist okay. Oh Leute, da vorne ist das Hotel gleich auf der linken Seite. Gleich kommt die Erlösung. Das bin einfach ich. Leute, da ist es, die Lösung. Dieses Hotel kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Also im Ernst, einfach hier hingehen. Mission complete. So, wir haben jetzt schön Essen. Sehr teuer hier in Luxemburg, aber wir haben was Gutes gefunden. Ich hoffe, es mundet. Wow, wie dieses Schloss da rumfunkelt. 30 Euro für diese Creme, nur damit ich heute Abend beruhigt schlafen kann, ohne Rückenschmerzen. Oh. Aber ist schon echt ganz schön hier. Pizza war okay, ist halt alles übel teuer hier, wobei der Laden, wo wir waren, ging. Mein Highlight war der Hund, der einfach auf den Boden gepisst hat, so wie ich.
Ah.